Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich befinde mich gerade in Holmsettensen und hier werde ich mich auf die Suche nach Natururin und ins Nico begeben. Mal schauen, ob ich die auf dem Heidschnuckenweg finden werde. Natururin hat mir vor einer oder anderthalb Stunden geschrieben, dass er sich in der Nähe vom Brunsberg befindet. Ich glaube, 1 Kilometer davor. Und ich denke mal, so weit sind die jetzt noch nicht gekommen, so dass ich die gleich wahrscheinlich, wenn ich Glück habe, an der einen Stelle abpassen werde, wo ich gerade denke, wo die vielleicht noch vorbeikommen könnten und noch nicht durchgelaufen sind. Mal schauen, ob ich Glück habe. So, ich verlasse jetzt Holmsettensen und jetzt bin ich hier auf dem Heidschnuckenweg. Also in diese Richtung geht es nach Handelow und hier durch diesen kleinen Wanderweg, das zeige ich euch mal. Oha, ich wäre fast abgerutscht. Durch diesen kleinen Wanderweg geht es nach Buchholz. Also aus dieser Richtung müssten Natururin und Itzniko kommen, sofern die hier noch nicht durchgelaufen sind. So, ich habe jetzt ein verdächtiges Geräusch gehört. Das klingt so wie Natururins Kamera. Mal schauen, ob hier Natururin in der Nähe ist. Oha, ich glaube, ich sehe Natururin und Itzniko. Ich wusste, dass ich mich nicht verhört hatte. So, dann laufe ich den beiden mal entgegen. Oh, hoffentlich filme ich jetzt keine fremden Leute. Oh ja, ich hatte recht gehabt. Natururin und Itzniko sind hier. Also habe ich doch richtig deine Kamera gehört gehabt. Die hat man bis ganz nach hinten gehört. Ja. Das ist heftig, wie laut deine Kamera ist. Moin, moin. Moin. Voll cool. Lassi hat uns gefunden. Also, ja. Er hat gesagt, er sucht uns und findet uns schon und er hat uns gefunden. Jo, ich habe mir schon gedacht, dass ihr hier noch nicht durchgelaufen seid. Ja. So, Natururin und Itznike wollen doch nicht diesen Weg langlaufen, sondern die wollen von Heidschnuckenweg ein bisschen abkommen und in Richtung Holmsettensen reinlaufen, weil die dort noch ein bisschen ihre Vorräte aufstocken wollen. Und so laufen wir dann einen kleinen Umweg, sodass die dann in Büsenbachtal wahrscheinlich dann wieder auf dem Heidschnuckenweg ankommen werden. So, ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Also Natururin und Itzniko haben noch ein bisschen in Holmsettensen geschillt. Dort haben die auch ihre Vorräte aufgestockt. Dann haben wir zu dritt noch ein Bierchen getrunken. Und dann haben die mich noch zum Bahnhof in Holmsettensen gebracht. Und jetzt sitze ich im Zug nach Hause. Und die werden sich dort in der Nähe irgendwo einen Schlafplatz suchen, denke ich mal. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Das war's jetzt an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.